Unsere Spiele sind ein Spiegelbild der Zeitgeschichte. Videospiele sagen viel über ihre Entstehungszeit aus. Videospiele sind eine ausdrucksstarke Kunstform. Eine Kunstform, die in einem Klima der Angst entstand. In einem Zeitalter, in dem der Menschheit ein dritter Weltkrieg drohte. Ist es nicht toll, dass eine Technologie des Kalten Krieges auch etwas hervorgebracht hat, mit dem man sich zum Spaß virtuelle Gefechte liefern kann? Videospiele entführen uns in die Zukunft. Mit weit geöffneten Augen. Es ist eine sehr komplexe, mächtige Kunstform. Und das Beste kommt noch. Erstaunlich, dass all dies mit einem Knopfdruck begann. Die Computerspielbranche ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, die täuschend echte Abbilder der Realität erschafft und uns heute schon die Zukunft der Unterhaltung vor Augen führt. Videospiele sind nicht nur eine Kunstform, sie sind Teil unserer Kultur und stehen für Kreativität. In vielerlei Hinsicht sind sie komplexer als ein guter Film. Die Rechner sind heute unheimlich schnell und haben bessere Grafikkarten. Auch die Bildschirme sind größer. Man hat das Gefühl, vollkommen ins Spiel einzutauchen. Die Spielentwicklung ähnelt einer Filmproduktion. Man braucht rund 150 Leute und 10 Millionen Dollar. Von Beginn an waren Videospiele ein Spiegel ihrer Zeit. Spiele, wie jede andere Form von Unterhaltung auch, sind für uns ein Mittel, das menschliche Dasein zu betrachten. So wie Bücher, Filme und auf ihre ganz eigene Art Musik. Aus der modernen Welt sind Kommunikationstechnologien nicht mehr wegzudenken. Ständig betätigen wir Tasten und Knöpfe, nicht nur beim Spielen. Doch vor 50 Jahren assoziierten die meisten Menschen mit dem sprichwörtlichen Knopfdruck noch etwas anderes. Den roten Knopf zu drücken, bedeutete in den 50er Jahren, den Weltuntergang auszulösen. Ich habe neben einem Luftwaffenstützpunkt gewohnt und dachte, dass er ein wichtiges Angriffsziel sein würde. In Russland hatten alle Angst. Wir wurden in sogenannter Zivilverteidigung unterrichtet und lernten, wie wir uns im Falle eines Angriffs mit Massenvernichtungswaffen verhalten sollten. Als der Ost-West-Konflikt zu eskalieren drohte, nutzten einige Pioniere die frühe Computertechnik, um ein Bild der kollektiven Kriegsangst zu zeichnen. Der Kalte Krieg war ein langer diplomatischer Konflikt zwischen der kommunistischen Welt und dem Westen. Man nannte ihn kalt, weil es nie zu offenen Kämpfen kam. Der Rüstungswettlauf im Kalten Krieg war eine Art Wettstreit simulierter Kriegsszenarien. Auch Videospiele simulieren reale Situationen. Sie hatten also mit der Realität in Washington und Moskau etwas gemeinsam. Es erinnerte ein wenig an eine globale Version von Schiffe versenken. Der Kalte Krieg war nichts anderes als eine Simulation. Es gab nur mögliche zukünftige Kriege und ihre möglichen Folgen. Solche Inszenierungen und frühe Computersimulationen eines Krieges spiegelten unsere Ängste wider, konnten sie aber nicht lindern. Es war ein Spiel, bei dem die Menschen nur tatenlos zusehen konnten. Menschen wollen in einer berechenbaren Welt leben, in der sie voraussehen können, was passiert, oder wenigstens das Gefühl haben, selbst über ihr Leben zu bestimmen.
Das ist so, weil die Welt in der Regel ziemlich unberechenbar ist und manchmal auch etwas einschüchternd. Schon bald sollte das erste Computerspiel entwickelt werden und unsere Vorstellung von Unterhaltung grundlegend verändern. Im Kalten Krieg wurde auch eine neue Computertechnik entwickelt, um Angriffsszenarien zu simulieren. Während die Großmächte den Kriegsfall probten, arbeitete ein junger Physiker an einem amerikanischen Kernforschungszentrum daran, dem sprichwörtlichen Knopfdruck eine neue Bedeutung zu geben. 1958 baute William Willie Higginbotham, der an der Entwicklung der Atombombe mitgearbeitet hatte, das erste interaktive Computerspiel, Tennis for Two. Die Grafik beschränkte sich auf zwei Linien und einen beweglichen Punkt. Jedes Wochenende veranstalteten sie eine Art Wettbewerb für neue Erfindungen. Willie Higginbotham hatte die Idee, auf dem Monitor eines Oszilloskops virtuell Tennis zu spielen. Das war Ausdruck ihres rebellischen jugendlichen Temperaments. Sie arbeiteten an Militärprojekten und funktionierten dieses teure technische Gerät gleichzeitig zu ihrem Spielzeug um. Plötzlich wurden Computer nicht mehr ausschließlich für militärische Berechnungen eingesetzt. Während der Kalte Krieg weiter fortschritt, entwickelten sich auch Spiele und Spieler weiter. Ich erinnere mich an die große Aufregung um die Hunde im Weltraum. Ich weiß sogar noch ihre Namen, Bjelka und Strielka oder so ähnlich. Gagarins Raumflug 1961 war ein großes Ereignis. Juri Gagarin war für die Sowjetunion als erster Mensch ins All geflogen. Doch die USA zogen bald nach. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ein Wettlauf zum Mond begann. Diese Entwicklung prägte auch den Programmierer Steve Russell. Mit seinem eigenen virtuellen Weltraumkrieg schlug er ein neues Kapitel in der Geschichte der Computerspiele auf. Raumfahrt war ein großes Thema in den Medien. Raketen, die abhoben, Raketen, die explodierten. Diesen Bildern konnte man sich kaum entziehen. Außerdem hatte ich gerade einige Science-Fiction-Geschichten gelesen, in denen die Helden ferne Galaxien durchquerten und neue Technologien entwickelten, während sie von den Mächten des Bösen verfolgt wurden. Bevor er die Mächte des Bösen besiegen konnte, musste Steve Slug Russell aber erst einmal den klotzigen PDP-1-Computer in den Griff kriegen. Das ist ein PDP-1. Wie einen modernen PC schaltet man ihn mit nur einem Knopfdruck ein. Er galt als klein, weil er nur die Größe eines Kühlschranks hatte. Er kostete $120,000 und erledigte einfache Tipparbeiten oder Berechnungen. Auch die Programme waren nicht gerade billig. Insgesamt also eine teure Schreib- und Rechenmaschine. Der Computer konnte nichts Besonderes. Es war dermaßen unspektakulär, dass sie sich dachten, man muss mit dem PDP einfach coolere Sachen machen können. Schließlich fanden wir heraus, dass man auf dem Monitor zwei Raumschiffe aufeinander schießen lassen konnte. Toll, ist aber irgendwie langweilig. Kann man auch etwas explodieren lassen? Ja. Tennis for Two war ein harmloser Zeitvertreib gewesen. Steve Russells Spiel hingegen war Ausdruck der Angst vor einem Krieg im Weltraum. Das Spiel hatte einen starken aktuellen Bezug. Es spiegelte das Gefühl einer Bedrohung durch den Kommunismus wider. Und es zeigte, dass viele Menschen sich fragten, wann es zu einem Krieg kommen würde. Ein außergewöhnliches Spiel. Es war seiner Zeit voraus und hat mich stark beeinflusst. Damals war es das beliebteste Computerspiel, weil es das einzige war.
Programmierer tauschten das Spiel untereinander aus. So verfügte schließlich jedes Forschungsinstitut, das einen PDP-1 besaß, über eine Kopie von Space War. Es wurde zu einem Open-Source-Programm. Jeder, der wollte, bekam es. Er gehörte zu denjenigen, die wir heute als die erste Generation von Hackern bezeichnen. Das war weniger Rebellion als Neugier. Die Computertechnik war wie ein toller Baukasten mit vielen verschiedenen Teilen, aus denen man neue Dinge konstruieren konnte. Mit seiner Arbeit legte Steve Russell auch die technischen Grundlagen für das entscheidende Bedienelement jedes Videospiels. Den Joystick. Ursprünglich wurden die Befehle über Knöpfe am Computer eingegeben. Einige Kollegen vom Modelleisenbahnverein konstruierten dann aus Telefonteilen eine Fernsteuerung. Space War war auch das erste kriegerische Computerspiel. Ich habe wohl den Fluch der Gewaltspiele über die Welt gebracht. Nach dem Koreakrieg, dem Konflikt um den Bau der Berliner Mauer und dem Ausbruch des Vietnamkrieges drohte die Welt in den 60er Jahren ins Chaos zu stürzen. Das Fernsehen übertrug Bilder aus allen Krisengebieten. Doch in dieses Geschehen konnten die Zuschauer nicht per Knopfdruck eingreifen. Das Fernsehen zeigte uns schreckliche Szenen von Napalmangriffen und kleinen vietnamesischen Mädchen, die vor explodierenden Bomben davonliefen. So wurde der Fernseher zu einer Art Schmerzmaschine, die wir nicht regulieren konnten. In den 70ern war das Fernsehen ein teilnahmsloses Medium. Der Fernseher lieferte den Menschen vor allem schlechte Nachrichten. Doch das sollte sich bald ändern. Plötzlich waren Computerspiele heiß begehrt, weil man mit ihnen die Bilder kontrollieren konnte. Ralph Baer, der Thomas Edison des Videospiels, entwickelte die erste Spielkonsole. Die Magnavox Odyssey. Im Gegensatz zu anderen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass es dort draußen 40 Millionen Fernseher gab, mit denen die Leute nur 2 oder 3 lokale Sender empfangen konnten. The Magnavox Company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Die Leute konnten es einfach nicht glauben. Videospiele zu Hause auf dem Fernseher? Das ist die Zukunft. Als junger Mann hatte Ralph Baer die Realität des Krieges erlebt. Er floh mit seiner Familie vor den Nazis aus Deutschland und wurde später zur US-Armee eingezogen. Man schickte ihn in die Normandie, um deutsche Gefangene zu vernehmen. Dort kam er mit Kriegsgerät aller Art in Berührung. Es gab dort überall Waffen. Die meisten brachten englische Soldaten mit, die von Einsätzen in Nordafrika zurückkehrten. So entdeckte ich meine Leidenschaft dafür. Sie sind faszinierende mechanische Geräte mit einer interessanten Geschichte. Schließlich brachte ich 18 Tonnen Gewehre und Pistolen aus dem Krieg mit nach Hause. Alles ausländische Fabrikate. Doch Ralph Baer hatte nicht nur eine große Waffensammlung zusammengetragen. Um die Kriegserlebnisse zu verarbeiten, besann er sich auf seine technische Begabung, wurde Ingenieur und begann 1958 bei der Firma Sanders Associates zu arbeiten. Damals produzierte die Firma militärische Abwehrtechnik. Ralph Baer arbeitete dort als Fernsehingenieur. Baer wurde eingestellt, um Militärtechnologie für den Kalten Krieg zu entwickeln, begann aber schon bald an der Brown Box zu arbeiten, dem Prototyp der ersten Videospielkonsole Magnavox Odyssey. Wir haben ein Universalgerät gebaut. Man konnte mit der Konsole 7 verschiedene Spiele spielen und jede Menge Zubehör anschließen. Eine faszinierende Erfindung, die heute immer noch Spaß macht, auch wenn die Grafik extrem einfach ist. Willst du punkten, Bill? Okay, 1-0. Oops. Damn.
Wie die Erfindungen anderer Videospielpioniere wurde auch Ralph Baers Magnavox Odyssey mit Regierungsgeldern finanziert. Wenn man einen anspruchsvollen technischen Beruf hat, braucht man manchmal ein wenig Zerstreuung. Genauso wurden Videospiele geboren. Jemand experimentierte mit einem Oszillographen und erfand Tennis for Two. Oder Ralph Baer, der auf so einem schwierigen Gebiet arbeitete. Er wollte sich wahrscheinlich einfach mal zurücklehnen und mit der Technik herumspielen, anstatt sie nur in den Dienst der Zerstörung zu stellen. Wie viele andere moderne Technologien auch, wären Videospiele nicht ohne das Militär erfunden worden. Denn es finanzierte während des Zweiten Weltkriegs die Entwicklung der Computertechnik, um die Flugbahn von Raketen zu berechnen. Militär und die Videospielindustrie waren von Beginn an eng verbunden. In den späten 60er und frühen 70er Jahren brachte die Subkultur der jungen Generation neue Erfinder von Computerspielen hervor. Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, war einer der ersten. Es war das Age of Aquarius, das Wassermann-Zeitalter. Wir wollten eine neue Weltordnung der Liebe und Harmonie erschaffen. Ideen, die auch Teil der Firmenethik von Atari waren. Wir waren jung und risikobereit. Viele dachten, dass wir morgen schon tot sein könnten. Wir wollten das Leben in vollen Zügen genießen und nichts aufschieben. Die Devise war: Lasst es uns einfach ausprobieren. Die Leute streiten sich darüber, wer das Videospiel erfunden hat. Unbestritten ist aber, dass die Videospielindustrie von Nolan Bushnell begründet wurde. Er war der Erste, der sich dachte, damit kann man Geld verdienen. Bushnell beauftragte Al Elkhorn, den ersten Arcade-Spielautomaten zu programmieren. Mein erstes Projekt war die Entwicklung eines einfachen Ping-Pong-Spiels. Er sagte mir, dass er einen Auftrag von General Electric habe. Das stimmte aber nicht. Ich habe ihn angeschwindelt, weil ich wollte, dass er es nicht für eine Übung hält. Der Schwindel zahlte sich aus. Als das Spiel lief, wollte Nolan noch Ton haben. Er sagte, es sollte sich wie Applaus anhören. Und jemand anders meinte, man brauche auch noch Pfiffe und Buhrufe für den Verlierer. Ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte, weil ich ohnehin schon mein Budget überzogen und zu viele Chips eingebaut hatte. Also stocherte ich mit einem kleinen Tonverstärker in den Schallkreisen herum und stieß auf Geräusche, die sich einigermaßen richtig anhörten. Um sie in das Spiel zu integrieren, benötigte ich nur etwa einen halben Chip. Dann sagte ich, fertig, Nolan. Er brauchte nur 3 Tage. Bis heute weiß ich nicht, wie er das geschafft hat. Dann änderten wir noch eine kleine Sache. Je nachdem, wo der Ball den Schläger berührte, prallte er in unterschiedliche Richtungen ab. Und plötzlich wurde aus einem langweiligen, dieses unglaublich unterhaltsame, süchtig machende Spiel. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als Atari 1972 Pong auf den Markt brachte, war das die Geburtsstunde der Videospielindustrie. Mit Pong fing alles an. Es war das erste Spiel, das man auch außerhalb eines Computerlabors spielen konnte. Die Gebrauchsanleitung für Pong lautete: Schritt 1, Münze einwerfen. Schritt 2, der Ball kommt automatisch ins Spiel. Schritt 3, für eine hohe Punktzahl den Ball möglichst nicht verfehlen. Es war ganz leicht zu spielen. Viele können sich genauso gut an Pong erinnern wie Ältere an die Ermordung Kennedys, weil wir plötzlich die Macht über den Bildschirm hatten. Meine Eltern hatten einen Pub in Liverpool. Eines Tages ließ mein Vater von ein paar Männern einen Kasten in die Bar schleppen. Ungefähr so groß. Natürlich war es Pong, der Vorläufer aller Computerspiele. Ungewöhnlich an Pong war auch, dass man 2 Spieler brauchte. Man konnte es wirklich nicht alleine spielen.
Pong hatte ein absolut simples Prinzip und setzte auf Wettbewerb. Es war eine neue Möglichkeit, sich zu messen, zu beweisen, dass man der Beste war. Die Frauenbewegung hatte gerade begonnen. Women and all the minorities, that all of us must stand up together and say no more. The revolution is on. The women of America are marching. More of them in the east. Für eine emanzipierte Frau war es nicht anstößig, in eine Bar zu gehen, jemanden anzusprechen und zu fragen, willst du Pong spielen? Ich bezahle. Frauen haben eine bessere Feinmotorik als Männer. Also schnitten sie bei Pong im Allgemeinen besser ab. So konnten Frauen zum ersten Mal in einem gleichberechtigten Spiel Kerlen eins auswischen. Sie strömten in die Bars und verdienten sogar Geld damit. Als Pong herauskam, hatte Amerika gerade sehr schwere Jahre hinter sich. Den Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung und andere Ereignisse. Wenn man zurückblickt, wirkten die 70er viel leichtlebiger als die unruhigen 60er. Videospiele waren zwar nicht der Grund dafür, aber sie sind Teil des Trends, sich wieder auf das Privatleben zu konzentrieren. Ein Zeichen dafür, dass die Menschen in den Jahren zuvor sehr angespannt waren. So sollte man das besser sehen. Auch in einer perfekten Welt gäbe es das Bedürfnis nach Unterhaltung. Der Spieltrieb findet sich bei allen Säugetieren. Welpen spielen, Affen spielen, Menschen spielen. Über alle Landesgrenzen hinweg spielen wir überall auf der Welt unsere Spiele. Higginbotham, Russell, Bear und Bushnell. Bewusst oder unbewusst kanalisierten sie die kollektive Angst in ihren virtuellen Spielen, die schnell auf der ganzen Welt populär wurden. Ein Siegeszug, der nicht mehr aufzuhalten war. In den USA waren die ersten Videospiele Nebenprodukte des Kalten Krieges. Die Grundlagen für die japanische Videospielindustrie hingegen wurden bereits im Zweiten Weltkrieg gelegt. Die Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki hatten das Land schwer gezeichnet. Doch die Alliierten halfen beim Wiederaufbau Japans. Technologie wurde zum Schlüssel für den Erfolg der japanischen Nachkriegswirtschaft. Die Regierung förderte die Ausbildung in technischen Berufen stark. So war die junge Generation bestens mit den neuesten Entwicklungen vertraut. Die Japaner setzten auf Elektronik. Sie fertigten die gleichen Produkte wie andere Länder, nur in Massen und billiger. Doch die alten Wunden waren noch nicht verheilt. In der japanischen Nachkriegskultur findet man überall Hinweise auf das Trauma der Atomangriffe. Godzilla, King of the Monsters, stalking the Earth. In dieser Zeit kommen Godzilla und andere Monsterfilme heraus. Kombiniert man diese Geschichten mit Computertechnik, entstehen faszinierende Videospiele. 1978, als die japanische Elektronikindustrie auf dem Höhepunkt war, entwickelte Tomohiro Nishikado ein Spiel, das seinem Land zusätzlich einen Spitzenplatz in der Videospielbranche sicherte: Space Invaders. Meine erste Idee war, Menschen aus dem All angreifen zu lassen. Das wurde aber abgelehnt, weil dann Menschen aufeinander geschossen hätten. Also suchte ich nach einer Alternative und kam auf die Außerirdischen. Ich dachte mir, dass es kein Problem sei, Monster abzuschießen. Wer sich Space Invaders ansieht, erkennt in den außerirdischen Monstern leicht Flugzeuge, die Massenvernichtungswaffen über Japan abwerfen. Interessant daran ist, dass es sich um ein sehr frühes Fantasy-Szenario handelt. Man hat das Gefühl, persönlich angegriffen zu werden und allein die gesamte Menschheit zu verteidigen. In Japan traf Space Invaders den Nerv der Zeit. Millionen Jugendliche strömten in die Spielhallen und sorgten dafür, dass 100 Yen-Münzen knapp wurden.
Solche unglaublichen Erfolgsgeschichten gibt es nur in Japan. Videospiele waren etwas Neues. Man musste das Haus verlassen, um sie zu spielen. Ein wichtiger Punkt, denn in Japan sind die Wohnungen viel kleiner und Jugendliche gestalten ihre Freizeit dort etwas anders als in den Vereinigten Staaten. Der menschliche Herzschlag regte uns zu einem Klangeffekt im Spiel an. Dem tiefen Ton, der im Hintergrund zu hören ist, wenn sich die Außerirdischen nähern. Heutzutage sind die Effekte natürlich ausgefeilter, doch mit den beschränkten Mitteln damals ging es nicht besser. Wir meinen, dass es ganz gut gelungen ist. Die Audioeffekte von Space Invaders waren auf 4 Töne beschränkt, etwa so. Doch die Musik wurde schneller und schneller, wenn die Monster näher kamen. Und sobald das Tempo zunahm, begann man panisch zu werden. Um an dem großen Erfolg des Spiels teilzuhaben, räumten Geschäftsleute über Nacht ihre Läden leer und stellten Space Invaders Spielautomaten auf. Die Invasion der Außerirdischen führte sogar zu einem Generationskonflikt. Viele Mütter wollten ihre Kinder nicht spielen lassen. Einige Jugendliche hatten sogar Geld gestohlen oder Münzen gefälscht, um zu spielen. Man sagte, Space Invaders würde die Kindererziehung gefährden. Im Fall von Space Invaders war Technologie zum ersten Mal dafür verantwortlich, dass sich ein tiefer Graben zwischen den Generationen auftat. Die Älteren hatten bislang gedacht, sie wären technisch auf der Höhe der Zeit. Doch sie verstanden nicht, warum dieses alberne Spiel so beliebt war. All across the country, kids are being swept away by video games. In Amerika regelten Verordnungen, wie viele Jugendliche sich zur gleichen Zeit in einer Spielhalle aufhalten durften. Es war der Beginn einer eigenen Kultur. Das Traurige an diesen Spielen war, dass man am Ende immer verloren hat. Wir haben damals nicht darüber nachgedacht, aber vielleicht spiegelte das auch die Paranoia des Kalten Krieges wider. Die Überzeugung, dass es in einem Krieg am Ende nur Verlierer gibt. In Space Invaders wurde das Trauma der Atomangriffe auf Hiroshima und Nagasaki verarbeitet. Doch die japanische Jugendkultur hat seit jeher auch eine Vorliebe für niedliche Figuren wie Pac-Man. Das war alles so unglaublich bunt. Pac-Man ist ein gutes Beispiel für schrille japanische Kultur. Die Figuren sind wirklich bezaubernd. Auch wenn man sie im Westen eher kindisch findet. Diese Kultur hat eine größere Vorliebe für das Niedliche. Das ließ sich schon mehrfach beobachten. Man erkennt daran auch, wie kaufkräftig japanische Mädchen sind. Toru Iwatani arbeitete als Spielentwickler bei der japanischen Firma Namco, als er den ersten Superstar unter den Videospielfiguren erfand. Pac-Man kam 1980 auf den Markt. Als wir daran arbeiteten, hatten Videospiele noch etwas Wildes an sich. Weil es nur Gewaltspiele gab, waren sie eine Domäne der Jungen. Ich wollte auch Mädchen und Pärchen dafür begeistern und zielte auf diese neue Zielgruppe ab. Wir dachten über verschiedene Themen für neue Spiele nach, von Mode bis zu Jungen. Weil aber fast alle Mädchen eine Schwäche für süße Sachen haben, entschieden wir uns schließlich für das Thema Essen. Als ich dann einmal Pizza zum Mittagessen bestellte und eine Ecke herausschnitt, war Pac-Man geboren. Die wichtigste Neuerung von Pac-Man war, dass es zum ersten Mal einen Protagonisten gab. Das war ein großer Schritt in der Entwicklung der Videospiele. Den Spielentwicklern eröffneten sich nun ganz neue Möglichkeiten, Charaktere zu erschaffen, mit denen sich die Spieler identifizieren konnten.
Das Spiel veränderte sehr viel. Vorher ging es in Videospielen immer nur um Angreifer, Action und Schießereien. Bei Pac-Man war das ganz anders. Es ging ums Essen. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie etwas klein anfängt und dann riesige Dimensionen annimmt. An dieses Spiel erinnern sich die meisten Menschen am besten. Es gibt wohl kaum jemanden über 30 oder 40, der nicht Pac-Man gespielt hat. Everybody playing. Men, women, children, families. It seemed like Pac-Man had taken over our lives. Pac-Man is really kind of one of the beginning. Mit Pac-Man beginnt die umfassende und lückenlose Vermarktung einer Videospielfigur. Neben dem Spiel wurden noch die Musik, Stofftiere, andere Spielzeuge und Comics verkauft. Manchmal wuchsen ihm auch Beine. Und es gab natürlich Miss Pac-Man. Honey, don't you know, I'm more than Pac-Man with a bow. Pac-Man gibt es jetzt schon seit 25 Jahren und die Einnahmen aus dem Spiel sind nie nennenswert zurückgegangen. Die Videospieltechnik hat sich weiterentwickelt, doch Pac-Man ist der alte geblieben. Eine beeindruckende Lebensdauer. In den frühen 80er Jahren waren Videospiele bereits zu einer festen Größe in der Unterhaltungsindustrie geworden. Ich glaube, dass Computerspiele eine ausdrucksstarke und zeitgemäße Kunstform sind. Sie reflektieren unseren Glauben und welche existenziellen Fragen wir uns stellen. Daher sind sie wertvolle sozialhistorische Quellen. Man muss sie nur lesen können. Im Gegensatz zu einem Film, in dem der Regisseur eine festgelegte Aussage trifft, wird ein Computerspiel nach den Bedürfnissen der Spieler entwickelt. Die Umrisse einer neuen virtuellen Welt begannen sich zu zeigen, von der Spieler und Spielentwickler gleichermaßen beeinflusst waren. Atari war der Inbegriff eines Silicon Valley-Unternehmens der 70er Jahre. Wir waren Wegbereiter eines Arbeitsstils ohne Anzug und Krawatte, wollten aber trotzdem Geschäfte machen. Es war ein weniger reglementiertes Arbeitsumfeld und wir behandelten unsere Mitarbeiter sehr gut, weil wir wussten, dass sie unser wichtigstes Kapital waren. Es war uns egal, wann sie anfingen. Sie konnten mittags kommen und erst um Mitternacht nach Hause gehen. Für uns zählte, was dabei herauskam. Wer Erfolg haben will, muss vor allem ein Macher sein. Doch es war auch eine Zeit, in der das große Geld lockte. So verkaufte Nolan Bushnell Atari schließlich an Warner Communications. Ein wichtiger Grund für mich zu verkaufen war auch Erschöpfung. Eine Zeit lang lief es sehr gut. Schließlich waren die Mitarbeiter aber unseren verrückten Führungsstil leid, die vielen Partys und unser ausschweifendes Leben. Doch auch unter dem neuen Management blieb Atari Vorreiter der Branche und begann die erste Spielkonsole für den Heimgebrauch zu entwickeln. Die Atari VCS. Im Fall von Pong hatten wir einen spezifischen Chip nur für dieses Spiel entwickelt. So mussten wir für andere Spiele auch jedes Mal einen vollkommen neuen Chip konstruieren. Das bedeutete etwa 9 Monate Arbeit. Also riefen wir eine Forschungsgruppe ins Leben, die in nur 3 Monaten den Prototyp der VCS-Konsole baute. Die VCS wurde in Atari 2600 umbenannt. Als Atari 1980 Space Invaders für die Heimkonsole lizenzierte, wurde sie zum Verkaufsschlager. Es war, als hätte man einen Spielautomaten zu Hause. Ich bekam sie zu Weihnachten geschenkt und spielte 2 Tage am Stück, bis man mich daran erinnerte, dass ich ein Bad nehmen müsse. An jedem neuen Spiel verdiente Atari bis zu 100 Millionen Dollar. Doch das autoritäre neue Management erstickte langsam die Kreativität, auf der das Unternehmen gründete. It's really interesting. There became a lot of
Es gab viele Spannungen zwischen der Unternehmensführung und den Programmierern. Sie verdienten zwischen $16,000 und $20,000 pro Jahr und entwickelten die Spiele vollkommen selbstständig. Als Videospiele immer populärer wurden, ärgerten sie sich darüber, nicht am Erfolg beteiligt zu sein. Die neue Firmenleitung hatte Angst, sie stärker teilhaben zu lassen. Ich glaube, dass Mitarbeiter es verdienen, nach Marktwert bezahlt zu werden. So entwickelte sich bei Atari schließlich genau diejenige Hierarchie, die wir immer vermeiden wollten. Kurz darauf verließen vier Entwickler das Unternehmen und begannen unter dem Namen Activision ihre eigenen Spiele zu verkaufen, die sehr gut waren. Damit war das Monopol von Atari gebrochen. Ich wurde für die neuen Manager untragbar, weil ich sie als Idioten bezeichnete. Das sollte man mit Typen aus New York, die Anzüge tragen, nicht tun. Die Situation eskalierte in einer Vorstandssitzung im Herbst. Und im Januar darauf wurde ich gefeuert. Certainly Bushnell's life is better because of it, at least financially. But he is locked out of the business he started. Atari glaubte dennoch, dass die Gewinne weiter sprudeln würden, solange die Firma nur ihre Marktführerschaft behaupten könne. Die Firmenleitung von Atari war so erfolgsverwöhnt, dass sie ihre Vorsicht vergaß und nicht mehr nachdachte. Atari scheiterte. Sobald man versucht, Kreativität in eine reine Vermarktungsmaschinerie umzuwandeln, wird es gefährlich, weil das die Menschen langweilt. Viele sprechen heute noch davon, wie schlecht das IT-Spiel von 1983 war. Al Alcorn, der Pong programmiert hatte, sagte einmal, er hätte tatsächlich geweint, als er es sah. Der Vorstandsvorsitzende von Warner hatte mit Steven Spielberg einen Vertrag über etwa $10 Millionen geschlossen. Das Spiel wurde schnell und mit einem geringen Budget entwickelt. Die Kinder strömten in die Läden, fanden aber schnell heraus, dass der Film, den sie liebten, nichts mit den schrecklichen Bildern auf ihrem Fernseher zu tun hatte. Große Mengen unverkäuflicher Spielmodule landeten auf einer Müllhalde. Als das herauskam, versuchte Atari, die Spuren zu verwischen und behauptete, die Spiele wären defekt gewesen. Ganz falsch war das ja nicht. Die Geschichte schlug am Ende ziemlich hohe Wellen. Sales of Atari Video Games dropped off sharply. 1983 stürzte die Videospielindustrie in eine schwere Krise. In den späten 70ern hatten die Entwickler immer gesagt, man müsse nur irgendein neues Spiel herausbringen, dann komme das große Geld von ganz allein. Also drängte jeder in diesen Markt. Es gab bald Dutzende konkurrierender Firmen. Der Markt wurde geradezu mit Spielen überschwemmt und viele davon waren so schlecht, dass die Menschen es irgendwann einfach satt hatten. Public off entirely to the medium. No matter how great the graphics sounds are, still there's something a little bit boring right now about shooting a Martian or something. The big crash. Not since 1929 has an industry fallen so far, so fast. The victim of oversaturation and changing. Der Mangel an guten Spielen und die wachsende Zahl von Unterhaltungsangeboten für Heimcomputer läuteten schließlich den Niedergang der Videospielindustrie ein. Wenn man sich nicht selbst ins Abseits manövriert, tut es früher oder später jemand anders. So fand Atari ein plötzliches Ende. Ich hatte es schon 1981 kommen sehen. Endgültig vorbei war es aber erst 1983. Reine Dummheit. Ich sah es kommen, setzte auf fallende Kurse von Warner und verdiente damit mehr als durch den Verkauf von Atari. Nein, das stimmt nicht. Aber ich verdiente sehr gut daran. Die Karten in der Branche wurden neu gemischt und die Tür für talentierte Spielprogrammierer stand wieder weit offen. Während die Videospielindustrie in den USA 1983 ihre erste schwere Krise erlebte, arbeitete auf der anderen Seite der Welt hinter dem eisernen Vorhang Alexei Pachitnov an einem der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten. Tetris.
Die frühen 80er Jahre waren hier eine sehr bedrückende Zeit. Das politische System war erstarrt und wir hatten keine Hoffnung auf Besserung. Es gab kaum Unterhaltungsangebote, nur ein paar Filme und ein paar Theater. Der Alltag ließ auch kaum Freiräume für Zerstreuung. Ich beschäftigte mich 14 Stunden am Tag mit Computern, so wie junge Hacker heutzutage. 1985 arbeitete ich als Computerwissenschaftler an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Schließlich stellte ich fest, dass mich diese Arbeit eigentlich nicht besonders interessierte. Ich beschäftigte mich viel lieber mit Rätseln, kleinen Spielen und Puzzles. Ihm kam die Idee, ein Puzzle nicht nur als zweidimensionale Fläche zu konstruieren, sondern die Elemente in Bewegung zu versetzen, so als würden sie herabfallen. Ich stellte mir Bausteine vor, die von oben herabfallen und die man bewegen und versetzen muss. Das war die Grundidee von Tetris. Der Spieler musste in Echtzeit mitdenken. Tetris sprach einen anderen Teil des Gehirns an als frühere Videospiele. Die Idee war so gut, dass man nicht einmal eine aufwendige Grafik benötigte, um das Spiel zu verkaufen. 1986 tauchten die ersten Kopien von Tetris im Westen auf. Doch Alexei Pachitnov hatte bereits seine Urheberrechte an den sowjetischen Staat abgetreten. Nach einem Tipp von Atari begann die Sowjetunion, das Spiel weltweit zu vermarkten und verdiente Millionen. So war das mit allen Dingen. Die Erfinder hatten keine Rechte an ihrer Arbeit. Man nahm ihnen alles weg. Ich wollte lieber das Spiel veröffentlichen, als um meine Rechte kämpfen. Spiel Tetris, meine Freunde! Auch die Rivalität des Kalten Krieges konnte den Siegeszug von Tetris nicht aufhalten. Wenn man es oft spielt, beginnt man davon zu träumen. Ich entwickelte eine Art Tetris-Blick, betrachtete meine Umwelt als Puzzle und begann, die Dinge um mich herum neu zu ordnen. Die Faszination von Tetris ist kulturübergreifend. Deshalb war es weltweit erfolgreich und wurde sogar auf mobilen Konsolen gespielt. Vergleichbar nur mit einem Ohrwurm in der Musik. Die Erfindung schadete zwar dem guten Ruf der Computerwissenschaft, doch ich habe mit dem Spiel so viel Freude gestiftet, dass niemand etwas dagegen sagen konnte. Mr. Gorbachev, tear down this wall. 1989 fiel die Berliner Mauer. Einige Jahre später kam das Ende der Sowjetunion. Der Kalte Krieg war vorüber. 1991 wanderte Alexei Pachitnov in die USA aus. 1996 erhielt er das Urheberrecht an Tetris zurück. Ich arbeite jetzt freiberuflich und entwickle mit Freunden kleinere Spiele. Den Rest der Zeit lese ich und genieße das Leben. Tetris und andere frühe Videospiele waren Produkte des Kalten Krieges. Doch sie legten das Fundament für eine ganze Industrie und befriedigten den zeitlosen menschlichen Spieltrieb. Diese Spiele überwinden Geschichte und nationale Grenzen, weil sie an unsere Vorstellungskraft und Neugier appellieren und das Bedürfnis nach Unterhaltung stillen, das so kennzeichnend für den Menschen ist. Die Computertechnik hat sich weiterentwickelt, doch das menschliche Gehirn ist immer noch dasselbe. Dinge, die uns vor 30 Jahren fasziniert haben, finden wir also immer noch interessant. Deshalb werden die besten Spiele auch überleben. Die Blütezeit der frühen Videospiele war vorüber. Doch schon bald sollte ein kleiner, pummeliger Klempner ein neues Kapitel in der Geschichte der Computerspiele aufschlagen.